Ach stimmt, da ist ja der sehr zutrauliche Panther noch. Das hier nehmen wir einmal mit. Das Blutmoos. Das nehmen wir auch mal alles mit. Hier im Lurk bis später. Okay, bis später, Nanaki. Und viel Spaß im Lurk. Komisch, das ist FF14. Eine Hütte. FF14 kommt ja auch erst später. Wobei ich heute tatsächlich vorhabe, ich weiß ja noch nicht, wie lange ich, wenn Kaya denn noch kommen sollte, wie lange wir DBD machen, aber ich habe zumindest vor, vielleicht bis 3 oder 4 FF14 zu machen. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, weil ich ja schon relativ müde bin, aber ich habe 2 Energy am Start, deswegen... Ich bin, hoher Hoffnung. Ich hoffe und bete. Und bete und hoffe. Die Hütte sieht bewohnt aus, aber es ist niemand da. Ich sehe mich besser mal um. Mhm. Brauchst du den Zeitplan für den Tag? Oh Gott, gute Frage. Weiß ich nicht, brauche ich den? Riecht nicht eindeutig. Wäre vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn ich ihn hätte, aber ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich brauche. Ich habe mir überhaupt noch gar keinen Überblick verschafft über FF14 heute. Ich wollte ja eigentlich sowieso den halben Tag privat mal spielen, aber wir waren leider den halben Tag auch unterwegs. Ungeplant. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ich wollte ja eigentlich viel mehr heute in FF14 machen. Ich wollte eigentlich auch viel eher anfangen zu streamen. Kann ich hier links posten? Warte. Ich kann dir kurz für 60 Sekunden das machen. Ich muss nur gucken. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt direkt wieder hinkriege. Jetzt ist wieder die Frage. Lass mich kurz ausprobieren, dann kriegen wir das irgendwie hin. Warte mal. Ich glaube, ich hoffe... Jetzt darfst du. Jetzt kannst du. Jetzt wirst du von meinem Bot nicht gesperrt für 60 Sekunden. Danke! Einmal direkt öffnen. So. Sehr cool. Ich bin echt mal gespannt, wie lange ich durchhalte. Wahrscheinlich nicht so lange, aber ich hoffe einfach aufs Beste. Bis 4 Uhr wäre ja eigentlich schon geil. So. Geöffnet ist es. Kann ich dort später mal rein, nur mal reingucken. Und danke! So, das müssen wir uns gleich alles angucken. Die Kammer der Magier hat dieses Werk verboten. Hat heute beim Klavierkonzert extrem getrollt. Echt? Zu Staub zermahlene Knochen. Ich, ganz ehrlich, ich hätte es so gern gesehen. Aber wir waren da gerade unterwegs. Rein theoretisch war der Tag heute sowieso eine ganz Wand anders geplant. Aber war trotzdem ein schöner Tag. Ein Will ja nicht nur meckern. In der Mitte zerbrochen. Oh Gott, die Katzen drehen oben schon wieder durch. Der Zweig einer Weinrebe. Vielleicht, um eine gute Ernte zu beschwören oder eine schlechte.
Diese Puppe sieht wie ein Hilfsmittel aus, um Flüche zu sprechen. Ich bin so bescheuert. Hey, Luna! Schön, dass du reinschaust. Und wieso bist du bescheuert? Ich könnte aber Clips davon auf YouTube einfach suchen, eingeben. Wird auf Twitch ist dabei so abgegangen. Okay. Muss ich unbedingt mal machen. 240 Euro für FF innerhalb von 2 Tagen. Alter! Luna! Hast du Geld zu viel? Alter! So viel hab ich noch nicht mal auf dem Konto! Alter! Ja, okay. Gut, ich würde nicht sagen, dass du bescheuert bist, aber... Das ist schon heftig. Das Mount und die... Oh. Also einmal vorbestellter. Das Problem ist, ich kann es noch nicht vorbestellen. Ich kann es noch Ein nicht. Ein Seidentuch, bestickt mit den Buchstaben D und F. Damit könnte ich den Fluch muss gucken, brechen, wie viel ich am Monatsende habe. Vor allem, ich will mir noch das neue Tales of vorbestellen. Wildkatzen hierher. Aber es scheint, als hätte ich einen weit gereisten 2 Spiele, Gast. Die ich mir vorbestellen will. Was suchst du hier? Ach, deswegen hat uns der Panther nicht angegriffen. Ich hab schon gefunden. Was ist beim Konzert dabei? Du willst doch nicht den Flug auf dem Baummädchen brechen, oder? Cool. Und wenn doch? Dann solltest du wissen, dass du deine Zeit verschwendest. Die alten Legenden, hat sie dir deine Oma nicht erzählt? Selbst für mich, die Hexe vom Luxfelsen, wäre es kaum zu schaffen, die Macht der Liebe und der Sehnsucht zu besiegen. Habt ihr mal den Link gesendet? Danke! Vielen lieben Dank. Schau ich mir darauf auf jeden Fall mal an. Wenn eben, dass es morgen ist, die du auch so nicht erlebt hast. Die sind verdammt gut. Na gut. Ja, mal gucken, wie ich das am besten mache. Noch geht's alles mit der Müdigkeit. Noch passt das. Um den Fluch kümmere ich mich. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Dann mal los. Viel Glück dabei. Du lässt mich gehen. Einfach so. Es gäbe kein besseres Ende für diese kleine Geschichte. Die Besuchszeit ist um. Leb wohl. Auf nimmer Wiedersehen. Die Frau ist creepy. Sehr, sehr creepy. Creepy. Okay, das ist ein blutiger Baum zurück. Warte mal, mich irritiert das eine grüne Ding. Muss ich aber ganz kurz wegmachen. Warum ist es da? Kann ich mir den Panther eigentlich nochmal angucken? Nee. Schade. Die gute Dame hat abgeschlossen. Ich nehme mal an, das wäre nicht sinnvoll, darunter zu steigen. Aber hier können wir runter. Wer geht auch schon den normalen Weg? Wenn man hier so schön elegant runtersliden kann. Hier ist es noch so schön über Stock und über Stein. Fängt an schräg zu singen. Luna, ich glaube schräger als ich kannst du sowieso nicht singen. Ich glaube selbst ein Nilpferd trifft besser die Töne als ich.
Schlimmste ist, es gibt sogar einen Clip von meinem Gesang. Viel Spaß im Lurk auf jeden Fall. Ja, ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich nehme das einfach mal so zur Kenntnis. Vielleicht erfahre ich es ja auch irgendwann. Dächen, wir sind zurück. Und? Du hast die Hexe getroffen, ganz bestimmt. Was hast du erfahren? Daphnes Tuch. Wir nehmen es, um den Fluch zu brechen. Aber der Zeitpunkt muss stimmen. Wenn die Stunde naht, zünde ich 4 Feuer für die 4 Winde an und beginne mit dem Ritual. Feuer? Dann kann ich dir ja doch helfen. Du wirst Holz brauchen. Viel Holz. Hacke so viel du kannst. Ich kümmere mich um den Rest. Ich habe das Holz gehackt und gestapelt. Was jetzt? Jetzt bin ich dran. Ich zünde die Feuer an und rede mit der verzauberten Frau im Baum. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, also bleib lieber in sicherer Entfernung. Und wenn ich mein Schwert ziehe, renn weg. Ja. Ja, sehr schön. So. Habe ich da irgend so eine komische Spieleinladung bekommen? Oh, ich streame doch! Sache, das ist okay, warte. Johann, wir brauchen. Ja. Die Welt um dich, sie dreht sich weiter. Der Südwind trägt herbei das Licht. Okay, es geht doch ganz einfach so. Ein kleines Feuerchen anzünden. Es wird uns so ganz warm ums Herz. Im Herbst den Sommer nicht alle? Der Nordwind den Winter zu uns bringt. Der Westwind voll Sehnsucht deinen Namen singt. Daphne, kehr wieder, so unbedingt. Okay, ja. Ja, das kläre ich soweit. Höre mich, die du unter der Rinde verborgen bist. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Sieh nur, ein Tuch, der Beweis eurer Liebe füreinander. Gleich liegt der toter Boden. Oder wir. Hallo, Daphne. Ach, warte mal. Wir haben doch noch Geisteröl, ne? Nein, das ist Drakoninöl, das ist Bestienöl. Geisteröl. Oh. Das und ihren. Starker Geist.
Ganz schick das mir, ja, ne? Flügel. Was ist denn hier passiert? Ich könnte bei Germany's Next Topmodel mitmachen. Fluch auf die falsche Art gebrochen. So elegant ich war sie. Ich habe sie aus ihrem Gefängnis gezerrt, nicht befreit. Der Schock war zu groß. Er setzte ihren Zorn und Schmerz frei. Heilige Scheiße! Das hat man davon, wenn man einen Pfuscher beauftragt. Oh. Zumindest ist ihr Schmerz verflogen und sie muss nicht mehr im Baum leiden. Nimm dein Geld und verzieh dich. Der einzigartig. Ja, sowas gibt's selten. Was es aber häufiger gibt, sind diese Menschen, die einfach unzufrieden mit einer Arbeit sind. Was dachte der denn, was sonst passiert? Hätte er besser machen können. So. Da müssen wir hin. Plötze, was tust du da? Jo. Das erste Mal, dass wir jetzt hier bei Nacht durchreiten. Wobei, nee, einmal waren wir, aber da sind wir irgendwo hin teleportiert. Diese eine Quest will ich auf jeden Fall noch fertig machen. Jetzt fliegen wir mal direkt hier rüber. Oh ja, ich sehe die ekelhaften Pflanzen schon. Boah, Alter. Wie soll man euch eigentlich so schnell ausweichen? Ihr seid ekelig. Das stinkt. Das ist die falsche Pflanze. Nein. Das ist ein riesiges Beutel. Ich habe das aber einmal genommen. Kommt noch so ein Viech oder was ist das? Nö, das war's. Sehr schön. Ein Brief und ein Schlüssel. Offenbar wurde er von solcher Spore getötet. Interessant. Lies die Notiz. So werde ich durch, denn ich dulde kein Versagen. Erscheine morgen am abgesprochenen Ort und tue die nächste Lieferung. Ja, ich glaube, das lief nicht ganz wie geplant. Mit der Lieferung abholen. Offenbar versucht jemand, Vermentino zu sabotieren. Aber der Brief verrät nicht, wer es ist. Ich muss mich weiter umsehen. Vielleicht finde ich es heraus. Nehmen wir nochmal mit. Da sind auch noch ein paar Kisten. Nehmen wir mit. Und auch das hier nehmen wir mit. Und das auch. So, dann bleibt nur noch ein Ort. Gerard weigert sich aufs Pferd zu steigen. Wäre cool, wenn wir es noch schaffen, dass die 3 Tage oben sind, damit wir uns unser frisch renoviertes Haus ansehen können. Das wäre cool. Wir haben vorhin ja ein Haus renoviert. Unser Weingut. Ja, ich ruhig beim nächsten Mal. Ich will jetzt nicht zu viel durcheinander machen. Wir haben eh schon 30.000 Quests. Irgendwo tut mir plötzlich ja leid.
nicht mit vielen. Ja, ich will ja nicht 30.000 Mal hintereinander meditieren. Ich will ja auch was schaffen. Ich will ja nicht 3 Tage da umsonst einfach rumsitzen. Ich kann ja immer nur 12 Stunden meditieren. Diesmal versuche ich auszuweichen. Ich schaff das semi gut, ne? Au. Nein, nein, nein! Und jetzt vergeht die Zeit automatisch. Kaum zu glauben, dass alles vorbei ist. Ja, ne? Oh, es gibt noch Leute, die sich bei mir bedanken. Das ist aber selten. Hüttersee. Da jetzt eine Runde drin planschen. Sehr schön. Hier muss das Problem zu lösen. Mal gucken, wir reiten erstmal zu dir hin. Das war eine sehr komische Bewegung von Plötze. Es gibt ja auch so 1-2 Bugs mit Plötze, glaube ich, wo sie dann in der Luft fliegt. Ich habe so einen leider noch nicht erlebt. Wäre, glaube ich, witzig gewesen. So, wir zertrampeln einmal den kompletten Wein. Braucht ja keiner mehr, ne? Ein fahrender Händler. Die wunderschöne Brücke. Gut, da war eine unsichtbare Wand. Ah, hier ist wieder eine unsichtbare Wand. Wir sind doch vorhin da noch rübergeritten. Ja, okay. Wir sind vorhin rübergeritten. Plötzlich kommt Plötzlich da nicht mehr durch. Oh. Wie viele Bugs gibt es in diesem Spiel? Ja. Genau. Weißt du, ich habe ein paar Sekunden vorher noch davon geredet. Und plötzlich, wir kommen nicht mehr über die Brücke. Ich tauge als sehr schön. Hexe, nett. Kommst du mit Neuigkeiten? Vermentino kann den normalen Betrieb wieder aufnehmen. Wirklich? Das ist ja herrlich. Mich trennt nur noch ein Schritt von Belgard. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Hier, deine Belohnung. Moment, was ist mit mir? Und Coronata? Wenn ich unterbrechen darf. Unter diesen Umständen geht die Aufsicht über Belgard an Herrin Mathilda. Vorausgesetzt, dass sie immer noch übernehmen will. Natürlich. Warum sollte ich das nicht wollen? Ich werde gleich alles erklären. Kommt mit. Es ist Zeit, dass wir Belgard besichtigen. Komm mit, Hexe. Irgendwie gefällt mir dieser Bürokratentor nicht. Vielleicht gibt es noch Arbeit für dich. Warte, ich bitte dich, hilf mir. Sonst gehe ich pleite. Du musst dir Coronata ansehen, bitte. Gut. Mal sehen, was ich tun kann. Hexe, kommst du? Wir sollten uns ansehen, was auf Belgard vorgeht. Wir treffen uns dort. Ich muss noch was erledigen. Immer diese Katzen, die am Ende am Fauchen sind. Okay. Was war jetzt bei ihm nochmal los?
Wir müssen das auch nochmal angucken sollen. Und das sind nochmal die gleichen Sachen, ne? Nur an anderen Orten. Ja, komm. Warum nicht? So viel Zeit muss sein. Wie bitte? Gibt die Erfahrung, nicht? Ja, du kannst doch weiterlaufen, auch wenn ich gedrückt halte. Du musst nicht einfach stehen bleiben. Oh, da hinten sind die Viecher schon wieder. Ich mag diese Blumenviecher nicht. Hexe oder nicht? Komm her. Stirb eine Pflanzentod. Warum nimmt er nicht einfach Unkrautvernichter? Das ist doch angenehmer. Dann einmal das Monster nicht zerstören. Die Archischwurm treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Und es hat Boom gemacht. Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir ebenfalls mit. Ich möchte mal, dass so ein V sich für mich öffnet. Wir haben das bisher nur ein einziges Mal aus der Ferne gesehen. Öffne dich für mich. Öffne dich. Nope. Der möchte nicht. Ich glaube, die Tiere mögen Geralt nicht. Wie fertig. Ich wollte gerade sagen, man kann um Wildpferden reiten. Aber okay, wir werden runtergeworfen. Schade. Sie sehen ja nicht gerade weiblich aus. Nicht? Ach komm. Sieht doch voll weiblich aus. Diese zart und sanften Gesichtszüge. Diese sinnliche Statur. Die langen Haare. Die wallende Mähne. Ist doch voll weiblich. Und der Gang. Dieser zarte Hüftschwung. Dieser zierliche Bart. Ja, genau. Da ist halt ein halber Elf mit drin. Ein halber Zwerg mit drin. Weil Zwergenfrauen haben doch Bärte. Skoma? Ja, Skoma ist da vielleicht auch mit drin. Geralt auf Probe. Könnte vielleicht auch hinkommen. Gibt vielleicht Zwerg. Nummer Uno. Kranke unbedingt auswechseln. Das ist ein fetzer Körper. Auf dem Boden ist Blut. Viel Blut. Ihn nicht? Würde mich auch wundern, wenn da die Därme rausgucken. Achso. Ich wollte gerade sagen, man kann die Pflanze anzünden. Denn noch irgendwas? Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Was haben wir denn da? Ja, was haben wir denn da? Ich weiß es nicht. Doch, da. Wenn du mich diesmal enttäuscht, ziehe ich dir die fleckige Haut ab. Hol morgen die nächste Lieferung Setzlinge aus dem Gewächshaus. Ach, es geht immer nur um die blöden Setzlinge. Bei jedem einzelnen. Der Brief ist doch diese Notiz und mein Fund von vorhin. What? Irgendein Dritter macht Ärger auf den Weingütern. Ich muss den Ort finden, von dem im Brief die Rede ist. Ich wette, ich finde etwas höchst Interessantes hinter der Tür, zu der dieser Schlüssel passt.
Nehmen wir alles mit. Wobei in Witcher 3 hält sich bisher ja in Grenzen. So. Dann war ich ja noch nicht fertig. Ja gut, das ist eigentlich fast egal, ne? Ob wir jetzt dahin gehen oder in die anderen... zu den anderen zwei. Ja, das ist so auf dem Weg. Da steckt der Schatz wo? Da! Banditen! Häppchen! Ich liebe dieses Schwert. Ich möchte kein anderes mehr haben. Also wie die Rüstung. Zwiebeln nehmen wir mit. Hier irgendwo ist ein Schatz. Da, ne? Super. Wahrscheinlich eh alles sich schmieden, aber egal. Wir haben eine Zwiebel in der Tasche. Ja, wer weiß, wann du das nächste Mal eine Zwiebel brauchst. Es kann ja sein, dass Geralt Lust hat, einen Eintopf zu kochen. So unterwegs. Wobei ich mich sowieso wundere, wie Geralt all das Zeug mitkriegt, was wir im Inventar haben. Also ich. Allein das, was wir alles an Rüstung mit haben, Geralt dürfte sich eigentlich schon gar nicht mehr bewegen können. Erstmal die Pflanze. Zeit vergeht wieder, wie im Fluge. Diese Leute von Damentino, ihre eigenen Kinder schämen sich ihrer. Warte mal. Statt dem Trank hätte ich gerne da wieder ordentliche Nahrung drin. Oder warte mal, wie viel bringt die Zwiebel? Ja, okay, die Zwiebel bringt genauso viel. Komm. Packen wir die Zwiebel mit rein. Ich kann Geralt unterwegs immer rohe Zwiebeln futtern. Wer isst nicht gerne rohe Zwiebeln? So, Frühstück. Zum Mittag. Auf jeden Fall hält er sich so die Menschen vom Leib. Bei dem Mundgeruch, den er dann hat. Da kommst du erstmal mit so einem Zwiebelatem an. Hm? Da oben. Nee. Hä? Ah, da unten. Welche? Irgendwelche letzten Worte? Alle zusammen zum Kuckuck! Au! Alter, Geralt geht's aber voll ab. Dafür hat er aber keinen Arm mehr. Komm mal, was darüber zu kommen, ohne zu schwimmen. Ja, super. Also diese Quest zieht sich echt so ein bisschen in die Länge. Die Steine da hinten sind cool. Oh nö.
Wie schmeckt dir das, Silver? Jetzt noch einer, ne? Ja. Auf mich. Hörst du auf, mich mit Felsen zu bewerfen? Hab ich dir das erlaubt? Ja. Mensch. Ich bin eigentlich kein Mensch. Weit entfernten Sinne. Nach da ganz hinten. Das ist aber der letzte Ort zum Glück. Pass auf, am Ende müssen wir uns entscheiden, wer das gut kriegt. Weiter so, Plätze. Quatsch. Wo halte ich denn hin? Man sollte nicht immer dem Navi folgen. Zumindest den Punkten auf dem Navi. Oh, die unsichtbare Wand. Sie ist wieder da. Komm, hör auf. Wohl will ich sagen, dass da kein Pferd rüber kann. Unglaublich. Beweg dich. Ja, das klappt bis zur nächsten Brücke. Danach darfst du wieder nicht rüber. Vielleicht hat plötzlich aber auch Angst vor Brücken. Lässt sich so schwer einschätzen. Bitte keine Pflanzen, bitte keine Pflanzen, bitte keine Pflanzen, bitte keine Pflanzen. Nee, sieht da Menschen aus, oder? Ja, nein, vielleicht. Ah, okay, unten. Waren wir da unten doch schon richtig? In der Filzspalte. Das hättest du wohl gerne. Nobler Ritter, ich war in nördlicher Richtung auf Kräutersuche für einen neuen Wein, als plötzlich... Beruhige dich, es ist vorbei. Die Banditen haben mich entführt, in der Hoffnung auf ein Lösegeld. Da bin ich mir sicher. Aber so wie es Meister Liam geht, hätte er sie niemals bezahlen können. Oh, aber ich bin frei und in Sicherheit. Dank dir. Was stimmt mit dieser Frau Falls nicht? Falls du auf der Suche nach Kräutern sein solltest, habe ich ein Lager auf Coronata. Kommst du mit? Ist so ein bisschen creepy. Ja, komm. Gehen wir. Geh voraus. Ich folge dir. Die ist ein bisschen unheimlich, die Alte. Minimal. Zumindest. Da wären wir. Ich danke dir nochmal für die Rettung. Möchtest du wissen, was ich habe? Ja, komm. Machen wir. Sag mal, was du hast. Dank der Leerung fügt alle mit den Fertigkeiten entwickelt wurden, den Verfügung hinzu, sodass sie nur eingesetzt werden können.
Stellt alle Fähigkeitspunkte wieder her, mit denen Mutationen entwickelt wurden. Okay, klingt auf jeden Fall schon mal gut. Weil der Neckar-Krieger absucht. Das kaufen wir einmal. Ich weiß nicht, ob wir es schon haben, aber sicher. Okay, hatten wir noch nicht. Danke, bis dann. Wie hätte sie das gedacht? Eine ganz normale Händlerin. Ja, ist selten, ne? Sehr, sehr selten. Okay. Das ist da ganz unten, ne? Sind die irgendwo? Okay, warte. Wir kommen mit Plätzen wahrscheinlich eh nicht weit bis zur nächsten Brücke. So. Dann untersuchen wir das erst einmal. Geht nicht. Nicht? Eventuell muss ich es wieder neu aktualisieren. Ich kann ja gleich mal schauen. Dreht sich. Seltsam. Wie gesagt, ich kann gleich noch mal kurz gucken. Vielleicht kann ich es aktualisieren. Ist ja manchmal irgendwie komisch. Die Technik macht oft, was sie will. Ah, jetzt! Einstellen, was aber eben nicht ganz so bunt, ne? Wird jetzt eher wüstenartig, finde ich. Ja. Verdammt. Daran. Ah, okay. Jetzt ist es gerade nicht mehr ganz so bunt. Wie da hinten. Die Stelle ganz am Anfang bei Witcher 3. Stimmt. So ein bisschen. Hier kommt wieder eine Ortschaft. Hey da! Pass auf, wo du hintrittst, Armleuchter! Armleuchter! Wie nennt er mich? Es soll froh sein, dass ich ihm die Arme lasse. Ihm nicht abhacke. Okay, zurück und stopf ihm das Maul. Nee, der ist es nicht wert. Der ist es einfach nicht wert. Jetzt verlasst eure Städte, um euch kümmern wir uns später mal. Will doch nur die eine Questreihe fertig kriegen. Ah, jetzt, über diese Brücke kommt sie. Seltsam. Oder vielleicht liegt ein Zauber auf den Brücken, dass man nur einmal rüber kann. Gott, das Ding liegt jetzt am Arsch der Welt. Nee, hier lang. Hey, jetzt sagt das Navi wieder in eine andere Richtung. Schalte dich doch mal. Von hier aus die Großstadt noch? Ja, stimmt. Da vorne. Das ist die Hauptstadt. Da war irgendwie so ein riesen Insekt. Oh, wir sind gleich da. Wir kommen immer näher. Scharf links abbiegen.
Bin ja froh, dass es hier keine Navi-Stimme gibt. Der so sagt, bitte links abbiegen. In 300 Meter rechts. Bitte wenden. Bitte wenden. Bitte wenden. Ich glaube, dann würde ich durchdrehen. Also ich drehe jetzt schon durch bei der Weglänge hier, aber... Jetzt noch mit so einer Navi-Stimme, ey. Gott, wir hatten heute, als wir unterwegs waren, hatten wir auch einmal kurz das Navi an. Dann wollte uns das Navi unbedingt auf die Autobahn führen und nur so, bitte wenden. Bitte wenden. In 250 Metern, bitte wenden. Ich weiß nicht, ich hasse Navi. Navi sind so richtig scheiße. Scheiße und nervig. Das ist auch so gut mit Landkarten geworden. Das. Kurz hat die Farbe verändert. Da rein? Nee. Hä? Hey. Ah, hier. Aus. Oh, vor allem aus. Oh. Hachchen, hier mal zu Hause. Palim, palim. Wohin geht dann? Oh Gott! Scheiß Viecher. Sag mal. Oh, ihr sollt doch auch helfen. Naja, gut, nicht so bis hier, ne? Spuren getötet. Ich muss die Leiche durchsuchen. Ich weiß es gerade nicht. Welcher von denen das ist? Gucken wir mal an. Der Brief legt nahe, dass dieselbe Person hinter der Sabotage der beiden Weingüter steckt. Aber wer? Das werde ich jetzt wohl nicht mehr herausfinden. Verdammt. Schade. Gut, weiter. Machen wir einmal. Aber das ist schon mal abgeschlossen. Wir sind also für nichts und wieder nichts hierher gekommen. Vorne kann ich aber, denke ich, einmal kurz Schnellreise begnügen. Na, wo war das, ne? Ja, das ist doch ein bisschen sehr weit, um denselben Weg jetzt nochmal zurückzureiten. Auf der anderen Seite. Kann nicht einfach mal irgendwas da sein, wo man es haben möchte? Hallo Todesfee. So ein bisschen verbuggt ist das ja, ne? Hier zurück. Dann beenden wir die Quest. Dann würde ich sagen, geht sogar bald mit F14 los. Wie überspringe ich einfach DBD? Aber ich glaube, Kaya kommt dort nicht mehr. Beziehungsweise wird mir das auch ein bisschen spät sonst. Noch geht die Müdigkeit zwar, aber... Das kann sich in 2-3 Stunden auch schon wieder ändern.
kenne mich. Ich habe keine Zeit für dich. Zu dir will ich auch nicht. Zu dir will ich. Hallo Hexer. Neues aus Coronata? Ja, du kannst den Betrieb wieder aufnehmen. Die Probleme sind gelöst. Ich danke dir. Vielleicht kann ich so den Bankrott vermeiden, wo Mathilda doch Belgard gekauft hat. Mein Licht wird nicht mehr sehr hell am Winzerhimmel strahlen. Ach, was bringt es, über vergossenen Wein zu klagen? Ich muss an die Arbeit. Danke, Hexer. Hier, der vereinbarte Lohn. Danke. Die Arbeit bleibt bestehen. So. Nee, warte. Das war jetzt so. Auch wieder am Arsch der Welt. Natürlich. Oh! Sitz. War hier nicht? Hier nicht irgendwo? Falsche Richtung. Falscher Ausgang. Der Ausgang da hinten. Mein Mund ist trocken wie Stockfisch. Ja, dann musst du was trinken. Aua. Und wieder komplett falsch gelaufen? Nee. Gleich die Quest ordentlich abschließen. Da kann ich auch nochmal meinen letzten Energy holen. Warte, dafür nehmen wir wieder Plötze. Wobei, ich glaube, Plötze hängt da am Grab fest, oder? Halt. Ja. Ah ne, jetzt. Los. Plötze. Reiter. Rennt. Renn, mein Fräulein, renn. Beweg dich. Mein Wunsch, Belgard in fähige Hände zu übergeben, war nicht einfach so dahingesprochen. Seit dem Tod des Vorbesitzers sind harte Zeiten für das Weingut angebrochen. Ich habe von Arbeitern gehört, die mysteriös versterben, von Monstern, die dort ihr Unwesen treiben. Bevor dort jemand einziehen kann, müssen erst diese Unannehmlichkeiten beseitigt werden. So wünscht es der Minister. Sieht nach Arbeit für mich aus. Wenn du so freundlich wärst, würde ich deine Hilfe gerne annehmen. Ja, machen wir. Ich habe mich ja eigentlich schon bereit erklärt. Wie schön. Dich schickt wirklich der Himmel. Bitte folge mir. Es gibt noch ein paar Formalitäten. Natürlich. Ich habe gerade so eine 40 selbst verschenkt. Ich bin nicht dabei. Ich muss mich kurz mal bedanken. Okay. Ja, sehr schön. Aber wir müssen jetzt nicht ernsthaft wieder... Oh, nee. Boah, wieder an 5 Stellen. Ja, gut, okay. Das mache ich jetzt so nicht mehr. Also, 1, 2, 3, 4. Okay, das 1 haben wir davon schon erledigt. Okay, ja, ne. Ja, schon wieder hin und her gerenne. Ne, das machen wir beim nächsten Mal in Ruhe. Am Mittwoch.
nicht. Das wirkt so. Das wirkt doch so, Daddel. So, dann hole ich jetzt einmal noch mal kurz meinen letzten Energy. Yeah.